Da ist der Kalle. Na, Flattermännchen. Also ich bin gerade der Überzeugung, dass da jemand gerade gesprochen hat. Auf jeden Fall ist da eine etwas größere Stadt. Wie ich gesagt habe, das ist sehr gut. Weiß es nicht. Habt ihr was gehört? Ich guck's mir erstmal nachher nochmal an. Auf jeden Fall laufen wir jetzt hier auf eine Stadt zu. Muss aber aufbauen, dass von hinten nichts kommt. Kann aber ein Auto vorbeikommen und sowas. Eigentlich müssten wir noch weiter am Rand laufen. Da sind wir etwas sicherer. Immer Deckung suchen, ne? Wo könnte die nächste Deckung sein? Da gibt's bestimmt was zu looten. Einen Brunnen brauchen wir. Muss man einen Brunnen mal finden. Ja, kriegen wir schon hin. Mal drüber hüppeln hier. Sieht das nicht elegant aus? Und warum läuft er jetzt schneller? Muss ich nicht verstehen, ne? Kalle, zum Glück machst du nicht so nervige Geräusche wie diese komischen Entenhühner da. So. In die Kirche gehen wir auf jeden Fall rein. Irgendwie kommt mir diese ganze Sache bekannt vor. Hier war ich schon mal. Aber jetzt nicht im Let's Play, sondern woanders. Hallo, ich hab doch gesagt, ich möchte langsam laufen. Läuft doch langsam. Ich möchte die Kirche da. Kirche. 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 Wir pullen jetzt hier nichts. Ist hier irgendwo was? In der Kirche kann mal eben sowas drin sein. Kurz checken hier. Zombie, Zombie, Zombie. Kirche, da gehen wir mal rein. Ich glaube, ich war schon mal an dieser Kirche. Aber Glauben ist Glauben und Wissen ist Wissen. Und wenn ich furze, riecht's beschissen. Ich sollte vielleicht mal checken, was das hier für ein Ausgangsschild ist. Doch, vielleicht sollte man mal langsam laufen. Warum kniet er sich denn immer? So, was ist das denn? Monatno. Monatno. Toll. Keine Ahnung, wo das ist. Liegt er. Na, das. Hier war ich noch nicht. Das sieht ähnlich aus. Wir müssen ja hier mal von Brunnen finden. Meine Karte wäre geil. Ich komme mal überall nicht rein, ne? Hier denn seine. So, das nennt man Gleiten, habe ich gemerkt. Beigebracht bekommen. Tiefste Gangart Gleiten. Macht sehr viel Spaß, wenn man das mal wirklich nachmacht. Ist sehr überhaupt nicht kraftraubend. Das kann man so ungefähr 100 Kilometer pro Stunde machen. Losing Connection. So, dann wollen wir doch mal in die Kirche reingehen. In dieses Gotteshaus. Geht aber gar nicht. Ich hätte aber gedacht, hier kann man rein. Ah, toll. So, mal gucken, was hier noch geben könnte. Es gibt immer so gewisse Standardhäuser, wo man rein kann und wo nicht. Ich glaube, in das kann man rein. Ich weiß es nicht. Ich habe schon lange kein Haus mehr so richtig gelootet. Also, mit geplündert.
nicht rein. Guck mal den da rein. Da geht's auch nicht rein. Da geht's auch nicht rein. Was hat denn das bitte da für einen Sinn hier? Okay. Wechsel mal hinter da. Jetzt haben wir die Straßenseite. Gibt's hier denn vielleicht irgendwo einen Brunnen? Hier können wir mal reingucken. So. Liegt hier nur eine Axt? Axt haben wir schon. Ist ja irgendwas. Ach, Menno. Jetzt nochmal da gucken. Wir brauchen definitiv einen Brunnen, weil... Wir haben gleich Hunger, Durst und sowas. Essen ist kein Problem, aber trinken haben wir nur noch einmal. In fast jeder kleinen Stadt gibt es so einen Brunnen, den man finden muss. Soll auch irgendwie was drin sein, ja, irgendwo, was man mal ein Haus looten kann. Mülltonnen gucken können. Das ist ja der Knaller. Was steht denn da? Lol, da steht dort das Panzer. Lol, wir können ja wohl auf Tanks spielen. Kann man da reinkrabbeln? Ne, geht nicht. Geht leider nicht, liebe Freunde. Da ist aber so eine größere Halle, da werden wir gleich mal reingehen. Muss aber doch möglich sein, dass hier irgendwo ein Brunnen ist. Irgendwo. Auf einem Klo sang ich ein Lied, das macht mich froh. Aha, mal gucken, ob der Elektriker auch richtig hier gearbeitet hat. Ne, das ist bestimmt irgendwie so ein... Was ist denn das hier? Legebatterien oder sowas für Hennen oder so. Ruckel mal. Okay, jetzt hat er mal richtig geruckelt. So. Schön, dass hier nichts ist. Jetzt habe ich schon eine Tür zugemacht. Die habe ich zugemacht. Sehr schön. Das ist ein Zombie. Kann man die aufmachen? Das ist eine Hatchet, ne? Komm schon hier rein. Was haben wir denn da? Fuel Tank Parts. Ich weiß nicht, ob du reinkommst. Hab ich jetzt nicht gesehen. Komisch, eigentlich habe ich... Fuel Tank Parts. Okay.
Brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, dann gehen wir wieder hier raus. Das ist auf jeden Fall ein Tank hier. Kann man was auftanken. Sie mich sehen, eigentlich sehen sie mich. War sehr laut hier. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt pulle. Noch nicht. Ich bin doch hoffentlich in diese Richtung gelaufen. Ich müsste. Ja, ich komme auf jeden Fall hierher. Komm mal weg hier. Da vorne war etwas größere Scheune. Da könnten wir was finden. Also, das ist sie doch, glaube ich. Das ist hier kein richtiges Haus zum Looten. Das ist da, wo ich gerade was brauche. Da die Scheune gehen wir mal. Da ist ein Zombie. Scheune ist es ja nicht, das wäre so ein Lagerhaus. Okay, sind ein paar Zombies zu viel. Ich werde dahin robben. Ich werde da mal hin Eiern robben. Genau, das heißt nicht mehr gleiten, das heißt jetzt Eiern robben. Ich werde auf den Eiern robben. Ja. Player Flixi. Plaxi und Flixi. Okay. 4 FPS hatte ich gerade. Sehr schick. Gut, jetzt bleiben wir mal stehen. Lass den mal vorbeihübbeln, den kleinen Jungen da. Ja, ist denn hier kreuzender Verkehr oder was? Was ist denn hier los? Ach Mann, ey, warum können wir nicht eine Ampel hier hinstellen, dass ich hier erstmal rot habe für eine lange Zeit? Nee, ich muss das hier selber regeln, ne? Ich könnte ihm aber auch einfach in den Kopf schießen. Ja, heute nicht. So, jetzt haben wir so gelb und jetzt dürfte grün werden. Weiter auf den Eiern robben. Mit der Hoffnung, dass wir da was Schönes finden. Sind wir nicht hörbar, nicht sehbar für die. Das hat da nichts zu sagen. Vielleicht ist ja dahinter noch irgendwas. Sieht aber nicht so aus. Mit dem Auto hier. Kann man das fit machen? Check your fire wieder. Blue on blue. Was ist das? Wenn einer weiß von euch, ab in die Kommentare. Ich will's wissen. Kann euch alles über dieses Spiel wissen. Geht ja auch gar nicht, Entschuldigung. Danach habe ich gehustet. Leute, wieso bin ich jetzt aufgestanden? Da habe ich jetzt nichts gepult hier. Doch, ich hab gepult. Habt ihr mich jetzt gefunden? Ja, nein, vielleicht. Komisch. Ist so gar nichts drin. Toll. Da kommt ein netter Mensch uns hinterher und hier gibt's denn hier nix? Hier gibt's ja auch wieder mal nix. Sollen wir da hochklettern?